Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2. Wir sind nach wie vor in der letzten Mission und wir ziehen das jetzt in dieser Folge durch. I'm going. So, wo ist der letzte? Da. Kein Problem, Boss. Heading to that location. Gut. Scanning. Wir haben noch eine einzige Gegnergruppe ist noch da. Achso, der Torwächter kann ich. I'm on it. Die kommen sogar auch noch. Oh, Jungs, das ist ja. Oh, was geht denn hier ab? Das ist ja super. Dass die jetzt auch noch zu uns kommen. Krasser Scheiße, ey. Geil. Das macht das natürlich alles erheblich einfacher. Wenn meine Jungs sie treffen würden. Immerhin, Schleiftreffer ist nicht schlecht. Und der, der lebt leider immer noch. Zwei Schleiftreffer ist natürlich ätzend. Und der Rest trifft nicht. Aber die stehen gerade perfekt für eine Nulllanze. Oh, nee, du. Deine Nulllanze ist aber scheiße. Ich möchte deine haben. Komm du mal hierher. Ja, ja. Ich weiß, das ist ein Gegner. Nur Lanze auf die beiden, dann sind die beiden tot. Und dann haben wir nur noch einen. Und den kann man Rio anpeilen. 82%. Würde nicht reichen, um ihn zu töten, schade. Wieder nur ein Streiftreffer. Didn't do much. Alright, I'll go. Du machst das mal nicht. Ich möchte gern, dass mein Torwächter mal auf den schießt. Was? Wieso ist der gespurtet? Ah, ist nicht richtig angezeigt worden. Ja, komm, ist egal. Brate den um. So, das war's. Mehr Gegner gibt's hier nicht. Zumindest nicht vorm Ende. Heißt, ich rück mit dem Rest jetzt schon mal ein Stück vor. Ja, komm. Triggern wir das Finale. Wir haben dann noch ein bisschen Zeit, das hinzustellen. Diese gesamte Einrichtung war tief im Ozean versteckt. Aber für wie lange? Ein Problem nach dem anderen, Doktor. Die Form ist nur ein Schatten unserer Wahrheit. Wir kämpfen gegen das, was uns alle verschlingen will. Ihre Bemühungen mit ihrer Vorgänger. Sie lassen uns keinen. Okay. Sobald sich das hier normalisiert hat, können wir endlich weitermachen. Und dann rushen wir einfach rein in den Raum hier. Wir haben genug Zeit mit Herumtrödeln verschwendet. Natürlich. Go, go, go! Double time. Solid copy. Zügig, zügig, zügig bitte hier rein. Du kannst schon mal hier hingehen. So, jetzt verteilen wir unsere Leute ein bisschen. Rio mal hierher. Hier hin? Kein Problem, Boss. Du stellst dich weiter. Wer hat die Blaster? Du hast auch einen Blaster Launcher. Dann gehst du hierher. Oh. Rio hat, glaube ich, den anderen Blaster Launcher, richtig? Richtig. Dann passt das so ganz gut. Du kommst mal hier hin. No need to ask twice. Und du
Ist hierher. Und du kommst mal hier drüben hin. Und der Torwächter bleibt, wo er ist. Bestätigt. Überwachung. Oh, ich muss noch ein bisschen nachladen, wa? Hab ich gar nicht dran gedacht. Kommt du jetzt auch nach. Nur noch der da, der kann nichts tun. Das klingt nach Advent, interessant. Okay, boah, wer deckt den jetzt auf? Du deckst den auf, komm her. Seems doable. Advent forces on the ground. Sie sind unser größter Gegner. Sie sind unser Avatar. Sie können unsere Armee Sturm führen. Um ihre Welt zu retten. Kehren Sie zu uns zurück. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Auch wenn ich die von der Kreatur vorgeschlagenen Möglichkeiten faszinierend finde, glaube ich, dass der Punkt für rationale Gespräche überschritten ist. Lassen wir die Schredder-Sturmkanone durch. Reden hier. Ja, machen Sie es fertig. Ihre Hartnäckigkeit ist bewundernswert, aber ermüdend. Es ist an der Zeit, dem vorherbestimmten Pfad zu folgen, Commander. Kehren Sie zu uns zurück. Sie waren unsere größte Waffe im Kampf gegen diese Welt. Und so kann es wieder sein. Okay. Wie kriege ich den jetzt schnellstmöglich tot? Das ist mir jetzt erstmal wichtiger. 64%. Ich glaube, ich gehe einfach mal hierher. Müsste ich ihn flankieren. Obwohl das vielleicht gar nicht so clever ist, den zu flankieren. 99%, komm. Doppelschuss. Jawohl. Und nochmal. Ja! Ha, guckt euch das an. Einen Punkt hat er noch. Mal sehen, wo er jetzt hinflüchtet. Ja, das ist wieder doof, da kriege ich den auch wieder nicht. Ich sehe nämlich nur den, das ist blöd. Wie kriege ich den da hinten jetzt weg? Muss man mit ihm ja probieren. Ich mache mal den Panzer auf. Und werfe mal ein Tor auf ihn drauf hier. Machen wir das nicht mal so, vielleicht der... Hauptsache ich erwische den. Den hat erledigt und ich habe einen Avatar-Zombie geboren. Nice. Okay, I'll go. So, jetzt muss ich die Vögel da hinten noch ausnocken. Gucken wir mal, was macht denn das Seelenfeuer für Schaden? Nicht genug. Machen wir nochmal den hier. Der macht zwar auch nicht viel mehr Schaden, aber danach gibt es ja eventuell noch einen Wahnsinnschaden. Und außerdem lock ich damit beide ein bisschen runter. Das checke ich jetzt gerade nicht. Komm mal hierher. 93 auf den. 93 auf den. Hm. Okay, ihn hätte ich auch noch. Kommt mal hierher. Das kann ich machen. 100% auf den. Ja, gut, dann schießt du mal auf den. Oh, 100% sage ich nicht nein. Die Granate wäre jetzt gut. Eine einzige normale, stinknormale Granate. Und beide sind erledigt. So, machen wir das mal so. Obwohl, aha, nee, ich glaube, der rechte steht dann sogar noch. Egal. Ja, tatsächlich. Ich stehe noch mit einem Punkt rum. Aber wie gesagt, nicht zu wild. Das kann mich jetzt der Avatar des Commanders erledigen. Hm, nicht besonders gut, aber es wird schon reichen. So. Dann ziehen wir unsere Leute ein Stück nach vorn. Ryo sowieso. Der braucht ja hier hinten den Blaster Launcher dann. Und er steht auch schon ganz gut auf dieser Seite eigentlich. So, beamen sie erstmal nur Ersatztruppen rein für die erste Runde. Ja gut, die sind überhaupt keine Gefahr. Frage ist, was beamen sie als nächstes rein? Da müsste noch ein zweiter Teleporter kommen.
Siehst du, wollte ich doch gerade mein... Oh, guck mal, sogar der... Ach, das ist sogar der nächstgelegte. Das ist ja nicht von denen. Und Gesicht, das ist auch kein Problem. Also, die machen es uns tatsächlich sehr leicht momentan. Schreit ja förmlich nach dem Sensenmann hier. Aber wahrscheinlich brauche ich nicht einmal das. Okay, fangen wir an. Du auf den ersten. Könnte natürlich wieder nicht reichen, war klar. So, 8 Schaden. Du schießt mal auf den da oben. 9 Schaden, auch das reicht nicht. Die haben nämlich 10 Lebenspunkte. Du schießt mal auf den hier. Ich habe vergessen nachzuladen, bevor ich geschossen habe. Das war super clever von mir. Auch 9 Schaden. Ja, ich wollte eigentlich gerne... Komm, machen wir einen Sensenmann. Box die dreimal um. Du fängst mit dem hier oben bitte an. Na komm, da war er doch eben. So, den zuerst. Dann haust du die beiden hier unten um. Klatsch. Dahin. Und zack. Hierher. Und den. Zack. Und weil wir es können, machen wir noch einen Feuerschutz. So, du bist noch voll, du lädst nach. Und Feuerschutz. Immer bereit sein. Commander geht hier hin. Feuerschutz. Du machst deinen Panzer zu. Kommst hierher. Und Feuerschutz. Der Psi-Zombie kann diese Viecher sehen. Geht einfach mal dahin. Soll er mal machen. Lenkt die vielleicht ein bisschen ab. Ah ne, komm, ich schicke mal lieber hierher. Ich will die hierher locken, hier hinten. Gut. Du stehst da, wo du bist. So, wen haben wir noch? Das ist der letzte. Okay. So, da ist der nächste Avatar. Mit ein paar Mutons. Das ist auch keine große Herausforderung. Also irgendwas verstehe ich hier nicht. Aber das kann ja noch kommen, dass die harten Gruppen noch auftauchen. Da vorne steht er. Okay, interessant. Den locken wir natürlich dann direkt gleich mal an. Ist eigentlich noch eine weitere Gruppe an Gegnern spawnen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. So, und der letzte wird ihm jetzt den Zombie erschießen, das macht aber nichts. Dafür ist er ja da. Dann kann ich gleich noch ein Tor reinballern, wenn die denn da sind, heißt das natürlich. Gut, Rio, sei doch mal so gütig und lock den an. Hier hast du den Blaster Launcher. Und halt mal drauf. Wenn wir Glück haben, also ich hatte auch schon Pech, dann hat er sich woanders hingebiet, wo ich ihn nicht sehen konnte. Das war ärgerlich. Aber so müsste es eigentlich funktionieren. Und och, ist das perfekt. Schade, dass er sich nicht direkt neben Rio gebeamt hat. So, da ist natürlich keine Nulllanze verfügbar. Deswegen. Er das machen, er kommt hierher. Nulllanze. Das soll ihm ordentlich Damage reindrücken eigentlich. Yo, 14, das ist nicht heftig. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass er sich nicht zu weit weg teleportiert.
Das ist immer so ein bisschen Glücksspiel, wo er hingeht. Oh, das ist ja super nett. Steckt er in dem Ding drin? Okay, also eigentlich muss ich davon einen Screenshot machen. Das ist ja gemein, dass er sich da versteckt. 90% haben wir auf den. Ganz ehrlich, wer macht den denn? Hier, komm, machen wir hier. Nachladen. Und Schusshagel. Nicht auf den, sondern auf den. So. Brat den mal weg. Sollte genügen. Ja. Bestens, das war Nummer 2. Jetzt haben wir noch einen davon. Du lädst nur nach. Feuerschutz. Bitte Feuerschutz. Nachladen. Feuerschutz. Du kannst nichts tun, außer rumstehen und dumm aus der Wäsche gucken. Nachladen. Feuerschutz. Ready to go. Oh, neue Runde. Was versucht er da? Das ist ja wohl lächerlich. Echt jetzt. So, jetzt hat er sich blicken lassen und dafür wird er sterben. Nein, wird er nicht, weil er daneben geschossen hat. Oh, so ein blöder Mongo. Aber wie gesagt, solange die auf das Ding schießen, ist mir das recht. Ich ziehe den auch gleich mitten ins Feld rein, dass wirklich alle auf den feuern. Und tschüss. Lass das gerne mit dem linken Avatar probieren, dann wird das nämlich noch einfacher. Schon beeindruckt? Der sitzt auch, ey. Das ist ja unfassbar. Jetzt bitte bei den Mutons auch noch. Ich hoffe, dass der gespurtet ist. Jawohl, die sind gespurtet. Oh, schön. Super. Rio, komm mal hierher. 79 und 72. Na komm. Halt einfach drauf. Wir gucken mal, was passiert. Einer ist tot. Nett. Jetzt muss ich den zweiten noch irgendwie erwischen. Aber ich möchte die Nulllanze nicht verschleudern. Das wäre schlecht. Ah, gucken wir mal. Also, wir machen erstmal den Torwächter hier. Der macht meine Panzer auf und ballert mal das Tor hier hinten rein. Ich sollte eigentlich beide Sektoiden damit erwischen. Irgendwo ist dann noch ein dritter da hinten. So, du siehst nichts, deswegen kommst du mal hierher. 72% auf den. Werden wir tun. Schön, jetzt haben wir noch einen Sektoiden über. Also die große Frage, wie kriege ich den letzten Muton da hinten weg? Ich gehe mal hier mit meinem C-Soldaten. Ich 60 ist doof. Das ist ein bisschen wenig. Aber ich konnte Seelenfeuer machen. Da muss ich nur noch irgendwas drauf machen. Zum Beispiel ein zweites Seelenfeuer. Ich habe ja noch einen zweiten C-Soldaten dabei. Oh, er muss auf jeden Fall nachladen. Dann machst du Feuerschutz stattdessen. Commander, was machen wir mit dir? Dich stellen wir hier drüben hin und versuchst den Muton zu töten. 70%. Und ist genügt. Schön. Okay, jetzt haben wir nur noch einen Sektoiden, den ich jetzt nicht weiß, wo der ist. Der aber mit ein wenig Glück durch einen Feuerschutz stirbt. Nachgeladen. Feuerschutz. So, du lädst auch nach und machst ebenfalls Feuerschutz. Und da ist auch schon der letzte, ne? Das ist ja super. Das passt ja perfekt in den Zeitplan rein. Wir werden wahrscheinlich mit Abspann 25 Minuten brauchen, aber so ist das. Und dann mit dem Archon schon eine etwas heftigere Begleitung. Muss sagen, weil. Ja, zwei Archons sind jetzt nicht ganz ohne. Aber das ist egal. So, also diese
unser letzter Sektoid. Der schießt wieder auf den Torwächter. Oder auf Zustand oder auf den Torwächter. Interessant. Der ist orientiert. Mir doch egal, ob der desorientiert ist oder nicht. So, jetzt wird's lustig. Ich meine, naja, eigentlich wird's nicht lustig, weil das jetzt, drei Weiber, auch wie süß. Weil ich werde jetzt diesen letzten Avatar töten und dann ist die Mission vorbei. Gut, du kommst mal her, nimmst mal den Blaster Launcher und lockst den mal an. Hier stand er irgendwo. Dann läuft die Kiste. So, da sind schon mal seine beiden Rüstungspunkte zerschreddert. Oder eventuell sogar drei. Ich weiß gerade gar nicht. Ja, ich hatte bei allen irgendwas zerschreddert. Okay. Rio noch nicht. Der soll als letzter. Erstmal machen wir. Hahaha, shit. Den Schusshagel schon verbraucht letzte Runde. Das ist natürlich doof. Puh. Fangen wir doch einfach mit der Schredder Sturmkanone an hier. Kommt alle her! Dann kann ich ja nochmal schießen danach. So, wo biebt er sich hin? Da. Moment mal, das ist unfair. Halt, stopp. Ja? Nicht so hastig, der Kollege. Ah, der war schon, verdammt. Was machen wir nun? Mist. Wie kriege ich den da hinten weg? Ich probiere es einfach. Na, schade. Wie kriege ich den da jetzt weg, Mensch? Erzählt mir mal das mal. Wir nehmen einfach eine Nulllanze. Wie wär's damit? Komm mal hierher. So, wo ist er? Da hinten. Nulllanze. Die macht dann wieder 14, 15 Schaden. So um den Dreh rum. Und dann haben wir noch. So, jetzt hat er noch vier. Hoffentlich beamt er sich jetzt irgendwo zu mir in die Nähe. Ich möchte gerne, dass Rio den unboxt. Nein, er gibt sich noch weiter weg. Okay, da kann ich jetzt nichts mehr tun. Dann wird es leider nichts. Rio, da kommst du nicht ran, das ist zu weit. Wir machen das jetzt ganz simpel und einfach. Wo ist der Commander? Dort. Der kommt bitte hierher. Und dann jagen wir da den Dimensionsriss einmal rein. Alter, ich komme da nicht ran? Echt nicht? Verdammt. Okay, das ist nicht gut. Ich hätte doch weiter vorgehen sollen. Wie kriege ich ihn jetzt tot? Oh, das ist bitter. Oh. Ich könnte was probieren. Kommst mal hierher. Obwohl, vielleicht, wenn Rio. Wo ist denn der? Da hinten. Hierhin spurte. Noch eine Aktion gebe? Nee, das ist zu weit. Da komme ich nicht ran. Aber ich könnte es probieren. Inspirieren. Auf den Avatar des Commanders. Dann noch ein bisschen weiter nach vorne gehen und dann den Dimensionsriss. Oh, fuck. Ja, machen wir so. Hierher. Und jetzt soll nämlich die Nulllanze, falls der Riss nicht möchte. Machen wir das ruhig mal so. Da drücken wir die Schlangen, glaube ich, gleich mit weg. Und dann hat sich das Thema erledigt. Tada! Geschafft! Jawohl. Und auch noch zwei Weiber mit ausgenockt. Wenn die Ältesten das Psionik-Netz nicht mehr stabilisieren, geht alles den Bach runter. Das Tor hält nicht mehr lange. Ihr habt sie gehört! Los! Shen, sagen Sie mir, dass Sie einen Plan B haben. Gut gemacht.
Es war nicht mein Verdienst. Das sollte doch gar nicht möglich sein. Außer... Commander, was immer Sie tun, es funktioniert. Heben Sie nur genug Saft für Ihre eigene Heimreise auf. Commander, alles okay? Wir verlieren den Kontakt. Was zur Hölle passiert hier, Doktor? Die Ältesten. Sie überlagern die Verbindung. Hüllen das Bewusstsein des Commanders ein. Dann trennen Sie die Verbindung. Aber dann riskieren wir eine totale Überladung. Sie werden wieder ganz sein. Nein! Dein Sieg hier ist das Ende aller anderen. Es wird dich verfolgen, genau wie uns. Ihr seid nicht bereit. Wir dürfen nicht sterben. Werte stabilisieren sich. Synapsenaktivität fast wieder auf normalem Niveau. Es macht ein transdimensionales Psionik-Netz weniger. Einsatz erfolgreich, Commander. Hier ist das Befreiungsnetzwerk. Wir senden auf allen Frequenzen. Advent zieht sich überall großflächig zurück. Weiterhin schwere Gefechte in den Stadtzentren, während sich die Advent-Truppen neu sammeln. Wir werden hier von der Flüchtlingswelle fast erdrückt, während die Menschen aus den von Advent kontrollierten Stadtzentren fliehen. Die Ausgangssperre bleibt bestehen. Derweil bekämpft die Verwaltung die aktuelle Krise. An alle in den besetzten Zonen, bleiben Sie standhaft und kämpfen Sie weiter. Wir versprechen Ihnen baldige Hilfe. Geschafft! Sieg auf Iron Man Commander. Habe ich noch nicht geschafft bisher. Also auf Commander ja, aber nicht im Iron Man Modus. Hat natürlich eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis wir hier durch waren. Aber ich habe mir auch ein bisschen Zeit gelassen mit der ganzen Kiste. Sehr erfreulich. So, gewonnene Einsätze habe ich 2 mehr als der Durchschnitt der Welt. Wir gucken uns das jetzt nochmal eben in Ruhe an hier. Ich habe echt keinen einzigen Einsatz verloren. Interessant. Das habe ich auch noch nicht so oft gehabt. Meistens habe ich so zu Beginn, so, dass ich in den ersten paar, bevor ich so an bessere Waffen, bessere Rüstung komme, dass ich da mal einen Einsatz verliere, aber die Zeitlimit läuft aus oder so ein Kram. Aber gut, dafür habe ich auch 3 Verluste gehabt. 28 marklose Einsätze, finde ich krass. Der Rest der Welt hat nur 10 im Durchschnitt. Ordentlich Aliens umgeklatscht. 4 tote Soldaten? Ich habe 4 Soldaten verloren? Ich kann mich nur an 3 erinnern. Das ist ja komisch. Wann habe ich denn den vierten Soldaten verloren? Egal. Trefferquote ist ein bisschen mieser als sonst, aber das ist ja auch wenig überraschend, wenn man die ganzen hochprozentigen Flankenschüsse allesamt daneben setzt. Und mein Satztimer habe ich mir auch, ist auch ein bisschen knapp geworden alles. So, was haben wir noch hier? Eingesetzte Soldaten 17. 129 bis zum ersten Colonel. Krankentage insgesamt 175. Ja, da ist schon einiges kaputt gegangen. 47 Beförderungen nur, aber ich habe halt auch nur
17 Soldaten eingesetzt. 5 Colonels. 5 nur? Ah ja, stimmt, 5 nur. Ich habe da noch 2 Psi-Soldaten. 2 Magi. Hackbelohnungen 11. Ich habe halt nicht viel gehackt, das ist 0 von 9. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Roboter mehr gehackt. Ich mache die einfach lieber kaputt, statt die zu hacken. Wissenschaftler 9, Ingenieure 9. 28 Tage bis zu den Magnetwaffen. Das ist deutlich schneller als sonst. Und auch die Strahlenwaffen kamen schon ein paar Tage eher. Plattenrüstung 67, Servorüstung 108. Ja, na gut, spezielle Verschlüsselung war natürlich eine ganze Ecke, weil ich ja am Anfang erstmal nur auf Technologie gegangen bin. Und die letzte Seite, errichtete Funkrelais 8. Alien-Richtung sabotierte 3. In meinem letzten Spielstand habe ich nur eine einzige davon sabotiert. Weil das mit der Story-Mission einfach immer gepasst hat. Ordentlich Vorräte ausgegeben und ordentlich Vorräte bekommen. Und damit sind wir dann tatsächlich auch am Ende angelangt. Die zweite Runde XCOM 2 ist durch. Vielleicht spiele ich irgendwann nochmal eine dritte Runde. Aber das würde ich dann wahrscheinlich erst machen, wenn ich tatsächlich gut genug bin, auf Legende zu spielen. Ob ich das jemals schaffe, weiß ich aber nicht. Ich werde jetzt nächstes Jahr erstmal kein XCOM 2 spielen. Ich habe andere Sachen um die Ohren. Und auch wie es mit der Zukunft dieses Kanals aussieht, kann ich noch nicht sagen. Ich möchte eigentlich gerne noch ein Projekt machen, aber momentan habe ich nichts, wo ich sagen würde, okay, das kann ich gut genug, um dazu Videos zu machen. Und wozu ich auch noch gleichzeitig Lust hätte. Ich mache mir mal ein paar Gedanken über die nächsten Tage. Und überlege mir was. Vielleicht fällt mir was Interessantes ein. Ich hätte zum Beispiel noch Shovel Knight neu gekauft. Das ist doch schon ein bisschen älter. Aber ich habe es noch nicht durchgespielt. Und ich möchte das Spiel zuerst durchspielen und mich einigermaßen in die Steuerung reinwurschteln, bevor ich da irgendwelche Videos zu mache. Von daher, ich bin ja in diesen Plattformen nicht besonders gut. Auch Final Fantasy Mystic Quest habe ich überlegt, aber auch das habe ich noch nie komplett durchgespielt. Auch das müsste ich erstmal machen, bevor ich ein Video dazu mache. Keine Ahnung, was ich sonst noch machen könnte. Auf The Fallen zum Beispiel habe ich momentan keine Lust, aber da würde ja auch noch 2 Kampagnen offen sein. Das Addon von Tiberian Sun habe ich noch nicht gespielt, das Addon von Wing Commander Prophecy habe ich noch nicht gemacht. Aber das sind halt alle Spiele, auf die ich gerade keine Lust habe. Und wenn ich schon ein Let's Play mache, dann muss ich auch Bock darauf haben, das Spiel zu spielen. Keine Ahnung, ihr könnt natürlich gerne Vorschläge machen, vielleicht ist ja was Interessantes dabei. Ansonsten werde ich sicherlich in nächster Zeit vermehrt Breath of the Wild spielen, das kann ich natürlich nicht aufnehmen. Switch ist ja, erscheint ja heute, also heute ist Freitag. Nein, gar nicht wahr, heute ist ein Donnerstag, das Switch erscheint morgen. Ha! Aber es ist fast Freitag. Wenn ihr das seht, ist es natürlich erheblich später, aber für mich ist jetzt heute der 2.3. Und morgen kommt meine Switch, also theoretisch, je nachdem wie schnell Amazon das mit der Lieferung hinbekommt. Und dann bin ich halt erstmal damit beschäftigt. Aber, wie gesagt, wenn ihr interessante Vorschläge habt, falls mir selbst nichts einfällt, dann immer her damit. Ich muss natürlich auch gucken, dass ich das Spiel habe oder zumindest kostengünstig irgendwo erwerben kann. Aber ansonsten könnte man durchaus vielleicht noch das ein oder andere Video machen. Ja, das soll es dann aber erstmal gewesen sein. Wir sehen uns eventuell dann beim nächsten Projekt und macht's gut!